Gretchen aus. Wie hast du es mit der Religion? Die berühmte Gretchenfrage, die wurde in der DDR am liebsten vom Staat für seine Bürger entschieden. Atheismus für alle. Ja, und die Jugend, die hat mit einem Schuh geantwortet, dem berühmten Jesus-Latsch, wobei der vor allem ästhetisch eine Glaubensfrage war. Heute, wo es ja multikulturell und multireligiös zugeht, möchte wieder junger Mensch ein Schuhstatement abgeben. Ja, diesmal für den Atheismus und das kommt ausgesprochen stylisch daher. Dieser Schuh verrät nobles Understatement. Feines Kalbsleder, edel verarbeitet, in allen erdenklichen Farben und Kombinationen. Ein zeitloser Sneaker, der jede Mode überdauert. Doch der Clou des Schuhs lauert unter der Sohle, denn da steht: Ich bin Atheist. Was soll das? We have no interest in preaching. Wir wollen nicht predigen oder Christen bekehren. Wir sprechen Menschen an, die schon Atheisten sind. Wir möchten, dass sie sich gegenseitig einfacher finden können und offener damit sind, damit die Gesellschaft erkennt, wie viele Millionen Menschen Atheisten sind. Und offensichtlich hat David Bonney damit eine echte Marktlücke entdeckt. Denn während sich Gläubige fast sämtlicher Religionen und Konfessionen gegenseitig an ihren Accessoires erkennen können, sind Atheisten auf der Suche nach Gleichgesinnten klar benachteiligt. Warum nicht also auch für sie ein modisches Produkt kreieren, dachte sich der Ire und startete vor 2 Jahren sein Atheist Shoes Label in Kreuzberg. Inzwischen hat er 2 Mitarbeiter. Für die Idee gab es nicht nur Beifall. Wir kriegen verrückte E-Mails, die uns sagen, wir sind erbärmliche und wertlose Kreaturen. Übrigens oft von evangelischen Pfarrern. David Bonney ist Psychologe und hatte genug von seinem Job in der Londoner Werbebranche. Der Liebe wegen kam er nach Berlin. Mirjana Baumann hat Mode studiert. Der Kanadier Tobin James Stewart ist Musiker. Die drei leben mittlerweile von den Atheistenschuhen. Das Hauptgeschäft läuft per Internetversand in die ganze Welt, selbst nach Saudi-Arabien. Produziert wird der gottlose Schuh in Portugal von katholischen Schuhmacherinnen. Bei der Wirtschaftslage dort haben sie ein größeres Interesse an einem neuen Geschäft, als daran, ihren Glauben zu verteidigen. Für gottlose Kinder ist natürlich auch gesorgt. Sie dürfen atheistisch laufen lernen, auf Schuhen mit der Sohle "Ich glaube an Mama" oder an Papa. Und ihre Eltern dürfen dezent im Café zeigen, wes Geistes Kind sie sind. Dabei ist die Sohlenprägung einmal zum Lesen und einmal spiegelverkehrt aufgebracht, um im Sand die richtigen Abdrücke zu hinterlassen. Doch was im hippen Berlin ein witziger Einfall ist, finden Fundamentalisten anderswo gar nicht lustig. Viele unserer amerikanischen Kunden finden es sehr aufregend zu sehen, dass es ganz einfach ist, ein Atheist zu sein in Deutschland. Und sie staunen, wie entspannt wir damit sind. Und dass wir einen Shop haben mit einem Atheist-Logo. Manche denken, wir sind sehr mutig. Dabei ist es für uns ganz einfach, weil wir in einem so freien und wundervollen Land wie Deutschland leben. Und dass David Bonney seine atheistische Marketing-Idee mit irischem Humor sieht, zeigt er auch daran. Richard Dawkins' Standardwerk des Neo-Atheismus, der Gotteswahn, dient hier als Schuhunterlage und nicht als Dogma.